Wie konnte Dumbledore eigentlich Voldemorts Avada Kedavra blocken? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir die Frage besprechen, wie Dumbledore in dem Orden des Phönix Voldemorts Avada Kedavra blocken konnte. Es handelt sich natürlich bei dieser Szene um den epischen Kampf zwischen Dumbledore und Voldemort im Ministerium. Voldemort versuchte Avada Kedavra auf Harry anzuwenden, aber Dumbledore war in der Lage, erfolgreich zu verhindern, dass Harry von ihm getroffen wird. Wir lernen zuerst im Feuerkelch in einer Klasse von Moody oder besser gesagt Barty Crouch Jr., dass die unverzeihlichen Flüche nicht abgeblockt werden können und es keine Möglichkeit gibt, sich gegen Avada Kedavra zu wehren. Dies wirft die Frage auf, wie Dumbledore dazu fähig ist, einen Fluch abzuwehren. Was meiner Meinung nach nicht richtig kommuniziert wurde, war, dass Barty Crouch Jr. nie gesagt hat, dass Avada Kedavra völlig unblockbar ist. Er meinte nur, dass es durch Gegenzauber nicht blockbar sei. In einem Kampf wäre ein üblicher Gegenzauber, den man verwenden könnte, so etwas wie ein Schildzauber. Im Falle des Tötungsfluchs würde dieser jedoch direkt durch den Schildzauber hindurchgehen und dem Zaubernden keinen Schutz bieten. Dies gilt auch für alle anderen Verteidigungszauber. Es gibt einfach keine Möglichkeit, ihnen mit Magie zu begegnen. Allerdings kann man den Zauber aufheben, wenn man einen großen Gegenstand zwischen sich und den Zaubernden stellt. Avada Kedavra kann nicht durch große Objekte hindurchgehen. Das bringt mich zurück zu der Szene im Orden des Phönix, in der Dumbledore Harry erfolgreich vor Avada Kedavra rettet. In Wirklichkeit verwendet Dumbledore keine Art von Gegenfluch oder Gegenzauber. Er nutzt einfach seine magischen Fähigkeiten, um eine große goldene Statue zwischen Harry und das Avada Kedavra zu bringen. Dies wird in dem folgenden Auszug erklärt, aber die kopflose goldene Statue des Zauberers wird im Brunnen lebendig, sprang von ihrem Sockel und landete mit einem Krachen auf dem Boden zwischen dem Bereich von Harry und Voldemort. Der Zauberspruch prallte nur an seiner Brust ab und die Statue streckte ihre Arme schützend aus. Daraufhin hob Voldemort seinen Zauberstab und sendete einen weiteren grünen Strahl auf Dumbledore. Der drehte sich um und war in einem Wirbel von seinem Mantel weg. In diesem Fall wich Dumbledore dem Zauber einfach aus, was offensichtlich ist und etwas, was andere wahrscheinlich auch manchmal hätten tun sollen. Voldemort schickte einen weiteren tödlichen Fluch auf Dumbledore, verfehlte ihn aber. Hier verfehlt Voldemort einfach die Stelle, ohne dass Dumbledore etwas dafür tun muss oder abblocken muss. Dann wiederum heißt es, dass ein weiterer grüner Lichtstrahl hinter dem silbernen Schild hervorblitzte. Diesmal war es der einarmige Zentaur, der vor Dumbledore galoppierte, der die Explosion abbekam. Dumbledore erweckte eine der Statuen zum Leben, um die Explosion zu absorbieren. Ich glaube, dass die Leichtigkeit, mit der man Menschen mit Avada Kedavra ermorden kann, in Harry Potter echt nichts Gutes ist. Man sollte meinen, dass andere schlaue Hexen und Zauberer Taktiken wie Ausweichen oder Blocken anwenden, um sich vor dem Tötungsfluch zu schützen, aber allzu oft fallen sie ihm trotzdem zum Opfer. Es mag ein bisschen Vorahnung und Reflexe erfordern, aber wenn man Voldemort gegenübersteht, kann man sich ziemlich sicher sein, dass er versuchen wird, den Avada Kedavra-Fluch auf jemandem einzusetzen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.